Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANCE-TV natürlich mal wieder. Und die Länderspielpause ist Gott sei Dank endlich wieder vorbei und es geht weiter mit Bundesliga-Fußball. Was ist so passiert in der Bundesliga-freien Zeit? Österreich hat zweimal unter Trainer Franco Foda seine Testspiele gewinnen können. 3-0 gegen Slowenien, 4-0 gegen Luxemburg und gerade das Luxemburg-Spiel aus schwarz-weißer Fansicht, glaube ich, sehr positiv, denn gleich drei Sturmkicker durften da das rot-weiß-rote Trikot von Österreich überstreifen. Jörg Siebenhandel sogar von Anfang bis Ende im Tor stehen. Und ansonsten auch Hierländer und Peter Schul, der auch noch einen Assist zum 4-0 beisteuern konnte, der eben auch sich da beteiligen dran durfte. Also sehr, sehr gute Woche im Grunde für die Sturmlegionäre, wenn man so will. Aber, da gab es dann auch noch zwei Testspiele, die waren jetzt nicht so berauschend vom Ergebnis. 1-2 gegen Maribor, 0-2 gegen Lafnitz aus der Regionalliga, also das natürlich schon ein bisschen peinlich, aber im Endeffekt muss ich ehrlich sagen, also ich für meinen Teil, mir sind die Testspiele von den Ergebnissen sowas von egal, also lieber alle Testspiele verhauen gegen weiß ich nicht welche Gegner, aber wichtig ist in der Liga, dass das Ganze funktioniert und nach dem bewerte ich auch im Endeffekt die Leistung der Kicker. Personell sieht es ja ganz gut aus für unsere Blackies, außer Zulechner sind alle fit. Auch Potzmann, der sich gegen Lafnitz ja verletzt hatte, scheint hoffentlich fit zu werden für den Samstag. Also auch da sollte nichts passieren. Ansonsten sind die Vorzeichen eben klar verteilt. St. Pölten gegen Sturm, Letzter gegen Zweiter, Entschuldigung. Unsere Blackies der klare Favorit, das ist natürlich sicher. Und auch die bisherige Bilanz gegen St. Pölten ist sehr positiv. 3 Spiele, 3 Siege, Sturm könnte also ohne Punktverlust insgesamt gegen die Niederösterreicher in dieser Saison sein. Aber dafür, braucht es natürlich auch eine konzentrierte Leistung. Man hat sich gegen St. Pölten schon schwer getan, gerade in den Heimspielen. 2 knappe 3-2 Siege in den beiden Duellen. Auswärts gab es ein sehr klares 3-0 in der NV Arena bereits in dieser Saison. Und ich hoffe natürlich, dass unsere Blackies an dieser Leistung auch vor allem im Anknüpfen. Und insgesamt lief es ja auch nicht so schlecht vor der Länderspielpause. Ich hoffe natürlich, dass der Rhythmus auch nicht verloren gegangen ist. Wie gesagt, die Testspiele sollte man nicht überbewerten, egal wie schwach beim einen oder anderen die Leistung dann auch war. Aber wie gesagt, vergessen wir das. Was entscheidend ist, wenn es eben dann wirklich um Punkte in der Bundesliga geht. Und da, glaube ich, sind unsere Jungs dann durchaus fokussiert genug, dass sie sich da einfach konzentrieren und reinschmeißen. Im Endeffekt geht es ja eigentlich, wenn man so will, für beide Teams um viel, aber irgendwie auch um gar nichts. Also St. Pölten, Tabellenletzter, 10 Punkte auf den WAC, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also da, 10 Punkte Rückstand wohlgemerkt, da darf eigentlich nichts mehr passieren nach oben, also ich kann es mir ganz, ganz schwer vorstellen und bei unserem Blackies im Grunde das ein ähnliches Bild, aber natürlich mit einer etwas entspannteren Ausgangslage nach oben Richtung Salzburg, geht es nur mit einem großen, großen Fußballwunder und ist natürlich auch unrealistisch in Wirklichkeit und nach unten allerdings muss man sagen, gilt fast dasselbe, also da müssten sich unsere Blackies schon extrem schlecht anstellen in den letzten Partien, um wirklich den zweiten Platz noch irgendwie aus der Hand zu geben, also von dem her könnte man ja meinen, es ist ein Spiel um die goldene Ananas, aber es geht nicht um die Ehre, es geht um Bundesliga-Punkte und ganz einfach, dieses Selbstverständnis muss ein SK Sturm Graz einfach haben, dass man nach St. Pölten fährt und sagt, bam, zack, her mit den Punkten und wieder nach Hause. Also, ich hoffe, so oder so ähnlich wird das Ganze ablaufen und ich gehe davon aus, dass unsere Blackies einfach uns nicht enttäuschen werden und hoffentlich eben mit den 3 Punkten wieder zurück nach Graz fahren. In diesem Sinne, war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der LANCE-TV. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, es gießt ja wie aus Eimern da draußen und bis zum nächsten Mal, eben euer Elias, auf die Schwarzen, Gämmerburschen und bis dann, ciao, ciao.